Mir reicht's, ich werde heute alles zerstören. Nimm das Baum, boom, ha, ich werf dich hier mit Steinen ab. Oh ja, da wackelst du was. Und boom, da haben wir dich hier zerstört. Gute Arbeit, Mr. Stein. Und jo, da können wir noch so ganzen Bagger einfach mit Stein abwerfen, boom, boom, boom. Und auch ihn komplett zerstören. Und das wird auch unsere heutige Mission sein, Freunde. Nämlich hier von kleinen Gegenständen, wie Bäumen und Steinen und Blumen, zu riesigen Gegenständen zu kommen. Und am Ende die ganze Welt zu zerstören. Und ob wir das Ganze schaffen werden, der größte Zerstörer der ganzen Welt zu werden, das werden wir auf jeden Fall heute zusammen herausfinden. Zusammen mit unserem Stein. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wow, wir spielen heute mal zusammen den Smasher Simulator hier in Roblox. Und dem Smasher Simulator geht es auf jeden Fall darum, alles zu smashen. Also alles zu zerstören. Boom. Oh ja, ihr seht es. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon 800 Münzen am Start. Wir haben schon einiges hier zerstört. Und da würde ich sagen, Freunde, können wir jetzt mit den Münzen hier im Objektshop hier andere Sachen ausrüsten. Zum Beispiel, oh mein Gott, was ist das, eine Atombombe für 800 Robux? Zum Beispiel ein Telefon für 200 Münzen. Und da können wir uns direkt hier, okay, für ein Kopfkissen für 1000 holen. Und jetzt haben wir keinen Stein, sondern jetzt haben wir ein Ding-Dong. Telefon. Oh ja, machen die Telefons überhaupt Ding-Dong? Ich weiß nicht. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein Telefon. Und das macht sogar noch mehr Schaden. Wir können jetzt auf jeden Fall hier auf die Bäume und vieles, vieles mehr auf jeden Fall hier abwerfen. Let's go. Und so sammeln wir XP und Münzen und vieles mehr. Oh, hier die Bank. Guckt euch das ganz. Wir können einfach die Bank, boom, hier kaputt machen. Oder hier die Straßenlaterne noch viel, viel mehr. Und hier sieht die nächste Zone. Kostet was? 100.000 Münzen. Die Spielplatzzone. Oh ja, ich will auch auf den Spielplatz gehen. Lass mich durch. Ich will euch den Spielplatz durch. Oder ich werde hier alles zerstören. Junge, was ist das denn hier? Eine Brücke. Okay, die können wir noch nicht ganz zerstören. Das dauert auf jeden Fall hier noch einiges an Zeit. Ihr seht es. Dafür müssen wir noch einige Sachen farmen. Aber wir haben auf jeden Fall 1700 Münzen am Start. Und Freunde, dann gibt es auch noch hier einen Code. Warte mal, wo war das Ganze? Hey, yo, Alter, ich kann hier sogar Auto werfen. Mann. Das bedeutet, dass ich die ganze Zeit automatisch werfe. Okay, dann würde ich sagen, aktivieren wir das. Hier haben wir auf jeden Fall hier alle Maps. Oh ja, wir sind gerade hier auf der allerersten Karte noch am Start. Und dann würde ich sagen, ah, hier bei Twitter, genau, geben wir auf jeden Fall den Code ein. Boost Code 3, bestätigen das Ganze und let's go. Damit haben wir auf jeden Fall jetzt einen Boost hier bekommen. Oh ja, und dann würde ich sagen, Freunde, wir haben auf jeden Fall genug Münzen am Start. Ja, ja, wir machen alles weiter kaputt und wir gönnen uns jetzt hier, oh, ein Kopfkissen. Ha, also mein Kopfkissen mehr Schaden macht hier als so ein Handy. Da würde ich sagen, Kissen, Schlacht, Leute. Let's go. Und was gibt es hier? Ah, hier müssen wir eine Gruppe joinen. Ja, ja, ich weiß, alles klar. Und dann gibt es hier auf jeden Fall, ah, noch hier den normalen Shop. Davon brauchen wir am nächsten. Ich würde sagen, frisst meine Kissen, ihr Bagger. Also, Alter, okay, das Kissen macht hier schon viel mehr Schaden. Aber als wir auch eine Chance haben, mit so einem kleinen Kissen so einen riesen Bagger. Okay, ich sag nichts. Ja, oh mein Gott, da. Wir zerstören einfach hier alles. Guckt euch das Ganze. Können wir das hier noch zerstören? Nee, alles klar. Mal schauen, was es hier noch gibt. Ah, es gibt sogar Haustiere. Guckt euch das Ganze mal. Für 10.000 Münzen hier gibt es auch noch Haustiere. Alter Schwede. Hier gibt es auch sogar noch Haustiere. Airpod-Eier und sowas. Ah, diese aber doch alle noch, müssen wir noch freischalten. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns als erstes hier mal für 500 Münzen irgendwas. Komm schon, let's go. Eine Katze. Miau, miau. Was geht ab? Okay, dann würde ich sagen, öffnen wir noch eins. Und oh, ein Häschen. Quack, quack. Keine Ahnung, was machen Häschen für Geräusche? Und dann als nächstes einen, oh, einen Hund, oh ja. Dann würde ich sagen, komm schon, let's go. Und noch ein Häschen am Start. Okay, dann würde ich sagen, was war das da für ein Geräusch? Wir schauen uns mal um. Hier unten können wir auf jeden Fall hier alle Haustiere equippen. So rüste am besten. Und wie viel können wir denn ausrüsten? Ah, okay, 4 Stück insgesamt. Ja, 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 kommt her, meine kleinen Haustiere. Und durch die bekomme ich jetzt hier noch mehr Münzen am Start. Let's go. Oder können wir sogar hier noch, wow, Dude, Belohnung abholen. Und was ist das denn? Doppeltes Glück hält 15 Minuten. Dann würde ich sagen, benutzen wir das Ganze. Let's go. Alter, wie heftig ist das denn? Und jetzt können wir auf jeden Fall hier alles Mögliche zerstören. Komm her, diese kleine Bank. Oh ja. Frisst das Bank. Yo, einfach mit 2 Schlägen können wir die Bank zerstören. Denn hier den Mülleimer. Boom. Den können wir auch in 0, dies einfach hier mit meiner Haustiergang. Oh ja, zerstören. Ja, ja, ja. Legt euch auf jeden Fall hier nicht mit mir an. Guckt euch das Ganze an. Oh, was ist das denn? Ist das ein Chicken oder was? Junge, wir können ja alles zerstören mit dem Chicken. Was ist das denn für ein Haustier? Alles ist einfach One-Hit hier mit dem Chicken. Okay, außer diese. Oh mein Gott, diese Riesenbrücke. Aber Alter, Achtung. Oh mein Gott, zieht eure Sicherheitshelme auf. Die ganze Brücke wird jetzt auf jeden Fall hier einstürzen. Dann können wir uns hier auf jeden Fall noch hier sowas abholen. Let's go. So, dann schauen wir uns mal um. Genau, der Spielplatz ist der nächste Ort. 100.000 Münzen brauchen wir dafür. Alles zerstören. Let's go. Dim, dim, dim. Und yo, die Brücke. Okay, diese Brücke ist auf jeden Fall hier unser nächstes Ziel, was wir jetzt hier komplett zerstören müssen. Und dann haben wir es gleich schon geschafft, Freunde. Mit 10.000 Münzen. Damit 100.000 Münzen. Alter, alles fällt. Oh, ich hab's schon kaputt gemacht. Auf jeden Fall die nächste Runde zu kommen. Dann snacken wir uns hier noch ein paar Münzen ab. Und dann würde ich sagen,
zerstören wir jetzt hier noch auf ganz, ganz schnell hier den Wald. Guckt euch das Ganze mal an. Buha, frisst meine Kopfkissen. Oh ja, ihr seht es. Jo, was ist das denn hier? Einfach so ein Asteroid, der runtergefallen ist. Alter Schwede. Boing, boing. Ha, die Geräusche, die der macht immer so. Und komm schon. Bam, let's go. Oh, zerstöre 5 Asteroiden, ist sogar eine Mission. Und dann würde ich sagen, Freunde, ab geht es. Wir kaufen uns jetzt hier in die erste Zone, in den Spielplatz. Oh ja, yeah, jetzt würde ich sagen, Leute, komm, habt ihr Bock zu spielen? Let's go. Okay, dann würde ich sagen, jetzt zerstören wir auch hier alles. Und jo, das ist hier echt hier ein Riesenspielplatz. Okay, da würde ich aber sagen, wir teleportieren uns auf jeden Fall jetzt hier. Blub, 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 blub. Ey, so, blub. Wieder zum Office. Und jetzt können wir uns auf jeden Fall jetzt hier. Alter, das Kissen. Junge, können wir das Gebäude auch zerstören oder was geht hier ab? Dann können wir uns auf jeden Fall hier einen Golfball holen als nächstes. Oh ja, und oh, Gewichte kosten 30.000. Würde ich sagen, ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und jetzt können wir uns auch direkt so schwere Hanteln kaufen. Oh ja, und die können wir jetzt auch hier auf die Bäume und alles mögliche hier werfen. Guckt euch, oh, das Ganze, Mann. Und ich glaube, die machen auf jeden Fall jetzt hier schon viel mehr Geld. Oh ja, und die nächste Zone kostet, oh, 12 Millionen. Alles klar, da würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall jetzt hier einiges noch im Spielplatz spielen. Aber, Freunde, ich glaube, im Shop gibt es auf jeden Fall noch krasse Haustiere, nämlich Domino-Haustiere. Oh ja, und ich würde sagen, wir gehen uns dieses Haustier nämlich mal den Dominus Infernus Maximus Fantasticus Hex Hex. Wie so ein Zauberspruch von Harry Potter für 800 Robux. Oh ja, und da haben wir ihn auf jeden Fall am Start. Netz steht da. Und mal schauen, Freunde, wie heftig er sein wird. Wir rüsten ihn auf jeden Fall auf 60.000%. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir gucken mal, was wir auf jeden Fall machen. Yo, wie viele Münzen bekommen wir denn durch ihn denn? 1 Million haben wir gleich schon am Start. Holy Macaroni, was geht ab? Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir teleportieren uns jetzt hier. Hoho, sofort hier wieder zum Office. So, Leute, lass ich einmal durch. Ich bin Millionär geworden, ganz kurz. So, dann können wir uns hier eine Banane kaufen. Banana. Und dann können wir uns für 2,5 Millionen gleich einen Basketball holen. Hey, Leute, frisst meine Banane. Was geht ab? Und dann können wir uns hier noch so für 1,5 Millionen, oh mein Gott, ein krasses Haustier kaufen. Und was bekommen wir? Ein, oh, ein seltenes Lamm bekommen wir auf jeden Fall am Start. So, kleines Lab, du kommst jetzt auf jeden Fall zu mir in meinem Team. 600% hat der Ganze. Aber Junge, gar keine Chance gegen unser Dominus-Haustier, was 60.000% hat. Muss Spielplatz kaputt machen, muss Spielplatz kaputt machen. Oh ja, alles wird auf jeden Fall jetzt hier fleißig durch unsere Tiergang hier zerstört. Und Junge, was ist das denn hier? So ein Kreisel oder sowas? Niehu. Wo wir uns hier so ein bisschen drehen können. Okay, aber hier wird auf jeden Fall heute nicht mehr gespielt. Ich glaube, jo, der Spielplatz müsste eigentlich mal wieder repariert werden. Also sieht jetzt nicht mehr so gut aus. So, da haben wir hier noch eine Schaukel am Start hier. Und da können wir uns sogar in die nächste Zone einfach schon freischalten. Wie heftig ist das denn? Wir haben jetzt 16 Millionen Münzen am Start. Da drüben ist die nächste Zone. Okay, da würde ich sagen, los, los, los. Meine Haustiere. Oh ja, oh, guckt euch die ganzen mal an. Meine heftige Gang. Und Junge, ist so ein Eiswagen oder irgendwie sowas. So, friss meine Bananen hier. Bring mal Bananeneis raus, Junge. Okay, da würde ich sagen, weiter geht es in die Flughafenzone. Boom. Da sind wir auf jeden Fall weiter angekommen. Airport. Und hier gibt es erstmal ein Stoppschild. So, das müssen wir jetzt erstmal hier kaputt machen. Was geht denn da? Okay. Als erstes würde ich sagen, Alter, wir machen eigentlich fast gar keinen Schaden bis jetzt. Deswegen würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall hier unsere Banane abgeben. Es war eine schöne Zeit für dich, aber ich werde jetzt einen leckeren Smoothie mit dir machen. Und als nächstes gönnen wir uns jetzt hier einen Basketball. Oh ja, und was? 164 Millionen. Oh mein Gott, damit können wir uns direkt hier, boom, einen Fußball kaufen, einen Football und einen Beachvolleyball. Und für 1 Million einen Würfel. Oh ja, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Würfel am Start. Und jetzt können wir uns hier, oh, für 50 Millionen können wir uns sogar noch nächste Haustiere kaufen. Wie heftig ist das denn? Dann würde ich sagen, gönnen wir uns mal so ein Ei und bitte irgendwas Seltenes und ein Hai einfach, Junge. Okay, okay, mal schauen, wie heftig der sein wird. Und 600, oh nee, da haben wir ihn. Oh, 1800%. Oh mein Gott, nicht schlecht. Da kommen wir auf jeden Fall wieder. So, willkommen in meinem Team, Mr. Hai. Und haben wir jetzt hier wieder irgendwas freigeschaltet. Hier, doppeltes Glück können wir auf jeden Fall wieder benutzen. Und dann holen wir jetzt hier ein paar Belohnungen ab. Und dann würde ich sagen, ab geht es auf jeden Fall in den Flughafen hier. Oh ja, und was ist hier? Wir können basteln. Oh ja, schöne Papierflieger basteln. Ah, jetzt können wir hier, oh, warte mal, was ist das hier? Haustiere so miteinander kombinieren, Kerne kaufen können wir, alles klar. Von wo kriegen wir die Kerne her? Und dann können wir wahrscheinlich die Haustiere noch mehr verbessern oder irgendwie sowas. Guckt euch das Ganze mal an. Naja, gebastelt wird hier später. Ah, hole dir Kerne von Asteroiden. Das steht auch fett auf diesem Schild drauf. Und ich habe es nicht gelesen, dann würde ich sagen, okay, mal schauen, werden wir jetzt mehr Schaden machen durch die Würfel. Ah, wir machen auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Schaden. Ihr seht es und wir haben einfach 400 Millionen Münzen am Start hier. Wie heftig ist das? Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir müssen jetzt hier alles zerstören. Ab geht es hier in den Flughafen. Boom, wir zerschmettern hier die ganzen Scheiben.
nichts ist mehr vor uns sicher. Dann würde ich sagen, ab geht es. Hallo, ich habe meinen Flug verpasst. Ich flippe aus. Mein Flugzeug ist weggeflogen. Jetzt reicht es mir. Oh, wo habe ich meinen Koffer? Wo ist mein Koffer? Wo ist mein Koffer? Hier muss er doch irgendwo sein. Hier, lass mich mal einmal durch. Haben wir den hier? Einfach hier den ganzen Flughafen zerstört, ey. Und den Chaos einrichten. Nein, das war mein Koffer, Freunde. Oh, ich glaube, ich habe ihn zerstört. Nein, da hinten ist er, Freunde. Noch habe ich ihn nicht zerstört. Aber jetzt auf jeden Fall. Boom. Guckt euch das Ganze an, Junge. 2,2 Milliarden Euro. Wie schnell bekommen wir denn einfach hier Geld? Das ist ja wirklich unglaublich. Wie viel brauchen wir eigentlich für die nächste Zone? Wir müssen es einfach mal umschauen. Boing, boing, boing. Wir, ey, viele unsere Würfe hier die ganze Zeit abprallen. Ich will hier auch natürlich hier Sachen zerstören. Also würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall weiter. Können wir das hier kaputt machen? Den Fernsehen? Nein, da prallen hier unsere Würfel noch ein bisschen ab. Eieiei, Junge, wir haben ja echt hier für kompletten Chaos hier gesorgt. So, dann können wir auf jeden Fall hier. Oh, was haben wir denn hier? So eine Katze oder irgendwie sowas bekommen. Von wo kommst du denn jetzt auf einmal, ey, hergekrochen? Da würde ich sagen, zerstören wir hier. Boing, boing, hier die ganzen Kühlschränke. Oh ja, und wir haben wirklich so, so viel Cash. Vielleicht können wir jetzt, Achtung, Randale hier machen. In die nächste Zone freischalten. So, haben wir hier irgendwas? Hallo, Kuckuck? Kann ich hier irgendwie durch? Nee, alles klar. Nein, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach draußen. Da haben wir sie. 2,5 Milliarden. Können wir uns in die Schlosszone kaufen. Easy peasy, dann würde ich sagen. Katsching. Da sind wir auf jeden Fall. In welcher Zone sind wir schon angekommen? Oh, in der viertletzten, oder? In der vierten, also in der Mitte eigentlich. Und hier gibt es so, oh, so ein Mittelalter, riesengroßes Schloss. Und hier gibt es einfach so ein Katapult. Aber wir machen immer noch ein bisschen zu wenig Schaden. Und deswegen würde ich sagen, Freunde, ab geht es auf jeden Fall jetzt hier wieder zum Office. Hier werden wir uns auf jeden Fall jetzt hier wieder, ey, beruhig dich mal. Alter, wir haben hier den Shop zerstört. Ja, hier werden wir uns auf jeden Fall jetzt hier eine Schale kaufen, okay. Und ein Boot einfach kaufen. Und ein Auto können wir uns sogar auch freischalten. Und jetzt haben wir Autos, mit denen wir werfen können. Düdüd, Achtung, es fliegen Autos vom Himmel. Boah, Junge, jetzt fliegen einfach hier Autos vom Himmel. Wie heftig ist das denn? Und jetzt können wir hier wirklich mit den ganzen Autos hier drumherum werfen. Mio, hier die ganzen Heuballen und alles mögliche hier. Wie in dem Mittelalter hier alles zerstören. Hier gibt es noch hier so ein Dartfeld und Volltreffer. Boom. Und oh, ich glaube, ich habe das Ding kaputt gemacht. So feste wollte ich auch nicht werfen. Junge, Junge, jetzt haben wir einfach hier so Autos am Start. Was? Wir können das ganze Haus einfach hier abwerfen und zerstören hier. Okay, da würde ich sagen, Freunde, das ganze Haus. Achso, nee, ich glaube, das waren hier nur die Tische, oder, Freunde? Achso, schade. Und jo, hier ist einfach Lava, sterben wir. Und ach, schön heiß hier drin. Und du hast einmal Coinboost freigeschaltet. Junge, ich komme gar nicht mehr hinterher. Was wir hier alles freischalten. Irgendwelche Haustiere, Kristalldrache haben wir einfach freigeschaltet. Alles klärchen, Wunderbärchen. So, haben wir hier noch irgendwas? Hallo, hallo? Ah, doppelte Münze können wir uns noch freischalten. Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, haben wir das Ganze auch aktiviert. Und jetzt wird die Party auf jeden Fall abgehen. Junge, wir haben einfach 22 Milliarden Münzen schon am Start. Wie heftig ist das? Okay, dann würde ich sagen, Freunde, okay, let's go. Oh, das ist ein Asteroid auf jeden Fall am Start. Aber, Junge, der bekommt ja gar keinen Schaden. Der sagt so, du kriegst mich nicht so schnell leicht down wie die anderen Dinger. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier alles mögliche kaputt und boing. Okay, wie viel kostet? Oh, die nächste Zone. Da ist mir hier im Schloss einfach angekommen. Guckt euch das Ganze mal. So, einmal aus dem Weg. Ich will den König sprechen. Wo ist der König? Zeig mir den König. Oh, so viel Gold. Let's go. Und können wir sogar den Thron hier kaputt machen? Jo, sogar den Thron können wir. Alter, wie lange dauert das denn? Okay, ich glaube, der Thron ist auf jeden Fall noch ein bisschen Schmerz zerstört. Aber auf jeden Fall jetzt hier den ganzen Königssaal können wir in Grund und Boden reißen. Ich will der König sein. Ich will der König sein, Leute. Wählt alle mich auf jeden Fall. Oh ja. So, dann würde ich sagen, wir haben auf jeden Fall wieder, oh mein Gott, 50 Milliarden Münzen am Start. Und damit würde ich sagen, ab geht es wieder ins Office. Und jetzt würde ich sagen, das Auto verabschiedet sich auf jeden Fall von mir. Und mal schauen, was es jetzt als nächstes gibt. Einen LKW einfach. Und einen Bus können wir uns einfach auch noch holen. Und für 100 Milliarden können wir uns einfach die ganze Erde holen. Wer kennt's nicht, wenn ihr einfach so die Erde einfach aus eurer linken Hosentasche rausholt? Ja, ganz normaler Tag, Freunde. Und in der rechten Hosentasche habt ihr dann so einen Bus einfach. Okay, dann würde ich sagen, ab geht es mit dem Bus. Und hier machen wir auf jeden Fall jetzt noch mehr Schaden. Das ist wirklich sehr, sehr heftig. Dann würde ich sagen, auch hier, wow, es regnet Busse vom Himmel. Müssen wir alles zerstören. Okay, dann würde ich sagen, mal schauen. Können wir jetzt den Asteroid zerstören? Alter, das wird immer noch Ewigkeiten dauern. Na, dann würde ich sagen, mal schauen, ob wir schon in die nächste Zone können. Was gibt es denn hier hinterm Schloss? Okay, hinter gibt es auf jeden Fall nichts. Ah, hier geht es auf jeden Fall entlang. Dann würde ich sagen, so Leute, ich verabschiede mich von euch. Also ich hoffe, wenn ich mir die nächste Zone überhaupt leisten kann. Und jo, was ist das? Das habe ich hier noch gar nicht gesehen. Asteroidenruf. Beschwört einen Asteroidenruf, der dir Kerne gibt. Ah, okay, mit Robux. Ah, hier geht es auf jeden Fall lang. Und dafür brauchen wir nur... Alter, was ist das denn? 500,00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 
noch einen Ritter auf jeden Fall am Start. Komm schon, Freunde, noch irgendwas Krasses und let's go. Ein Einhorn. Hühnerpferdchen. Okay, da würde ich sagen, wir rüsten wir alle besten aus. Und Junge, diese übertrieben krass. Guck mal, durch das Ganze mal 12.000%, 8.000%. Mega, mega heftig. Okay, da würde ich sagen, 60 Milliarden haben wir auf jeden Fall am Start. Junge, wir machen so, so viele Münzen mittlerweile. Guckt euch das Ganze mal. Wir können jetzt wirklich alles in Grund und Boden zerstören und sammeln so viele Münzen. Vor allem mit doppelten Münzenbonus haben wir auch noch alles mögliche am Start. Da würde ich sagen, müssen wir uns jetzt hier um das ganze Mittelalterfest hier kümmern. Und hey, klopf, klopf, hallo, ist da irgendwer drin? Müssen wir auf jeden Fall jetzt hier alles wirklich zerstören. Und mit 100 Milliarden Münzen gönnen wir uns jetzt auf jeden Fall die Erde. Oh ja, yeah, boom, Katsching. Und als nächstes, was haben wir? Einen Saturn und eine Wassermelone? Wer kennt's nicht, Freunde? Was ist größer? Erde, Saturn und dann Wassermelone. Ha, einfach eine Wassermelone stärker als die ganze Erde einfach. Alles klar. Und dann geht es auf jeden Fall ab ins Schloss. Und Junge, guckt euch das Ganze mal, wie schnell wir mittlerweile Münzen fahren. Es geht ja viel, viel schneller mit der Erde. Junge, wir werfen jetzt einfach die ganze Erde hier auf dieses Katapult drauf und können einfach alles hier zerstören. Jo, was haben wir denn jetzt? Und oh mein Gott, wir haben einen Level-Up-Rank bekommen und ein weiteres Haus hier freigeschaltet. Und wir, Alter, noch mehr Münzen machen. Wie heftig ist das denn? Wir haben hier noch richtig viele Boosts auf jeden Fall am Start. Aber die gehen ja auf jeden Fall noch. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, alles wird hier zerstört. Los, los, los. Kann ich jetzt mit meinem König sprechen? Hier, frisst meine Erde. Hat irgendwer Erde bestellt oder so? Und können wir uns jetzt... Oh mein Gott, guckt euch das Ganze mal. Wir können mittlerweile sogar den Thron jetzt zerstören. Wir machen schon ein bisschen mehr Schaden. Ich würde sagen, wir stürzen jetzt auf jeden Fall den König mit unserer Erde um. Let's go. Denn ab heute regiere ich das Königreich. Oh, König Sentex. Oh, Junge, ich sehe gar nichts. Überall Münzen XP, Münzen XP. Und ich würde sagen, in der Zeit, ey, wo wir zur nächsten Zone laufen, haben wir locker die 500 Milliarden Münzen auf jeden Fall am Start. Deswegen würde ich sagen, geht es jetzt auf jeden Fall jetzt schon ab in die nächste Zone. Los, 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 meine Erde. Mach auf jeden Fall alles kaputt. Viel fehlt uns nichts mehr. Und dann würde ich sagen, Freunde, Alter, Junge, jetzt aber, boom, 500 Milliarden Münzen haben wir am Start. Guck mal, die ganzen Bäume hier so, die Bäume müssen mal hier gefällt werden. Ab geht es. Alter, guck mal, ich werfe die ganze Zeit die Bälle, ey, beruhigt euch mal gegen die Zone. Und jetzt sind wir auf jeden Fall am Start, Freunde, in der Stadtzone, in der City, in der drittletzten Zone. Und Junge, hier können wir die ganze Ampel runterholen. Ach, Junge, wer braucht denn schon Ampel? Und Autos, oh mein Gott, wir können einfach ganze Autos hier auch einfach zerstören. Wie heftig ist das? Ey, hier ist dieser roter Punkt oder so, hallo? Kann man da irgendwas machen? Nee. Aber wir können ja die ganzen Banker auf jeden Fall zerstören und die ganzen Sportautos hier mitten in der Stadt. Wie heftig ist das denn? Und da geht es auf jeden Fall runter in die Kanalisation. Hey, was macht der Kollege denn da? Der probiert, oh mein Gott, den ganzen Brunnen zu zerstören. Junge, wie viel Leben hat denn der Brunnen? Und hier können wir auf jeden Fall runtergehen in die Kanalisation anscheinend. Aha. Und was ist denn hier passiert, ey? Komplettes Chaos, ey. Der Typ, glaube ich, der hier vor mir war, der denkt sich auch nur so, muss kaputt machen, muss zerstören. Der steht da und boxt einfach hier mit Gegenständen um sich oder mit Dynamit oder sowas hat der auf jeden Fall am Start. Da würde ich sagen, müssen wir hier die ganze Statue, hat die Statue wenigstens ein bisschen weniger Leben. Oh ja, die Statue können wir auf jeden Fall jetzt hier noch gleich kaputt machen. Alter, aber die hat ja auch übelst viel Leben gehabt und komm schon, boom, da ist die Statue auf jeden Fall umgefallen. Und hier Lamborghini einfach, Junge, wir können einfach einen ganzen Lamborghini zerstören. Was geht ab? Let's go, ey. Und jetzt haben wir gleich, was kommt noch? Eine Milliarde? Billionen. Eine Billion Münzen am Start. Und was wir uns damit gleich im Shop gönnen können, das werden wir auf jeden Fall jetzt herausfinden. Dann würde ich sagen, Alter, was geht denn da ab? Junge, hier, friss meine Erdbälle. Oh ja, yeah, würde ich sagen, ab geht es jetzt hier in den Object-Shop. Und jetzt können wir jetzt einfach den Saturn freischalten. Und für eine Billion können wir sogar eine Wassermelone. Und guckt euch das Ganze an. Wir haben jetzt einfach hier den Saturn auf jeden Fall hier am Start. Oh ja, friss meinen Saturn. Was geht denn da ab? Und können wir uns sogar Haustiere kaufen? Hier, Stadteier. Und die kosten, oh mein Gott, 600 Milliarden. Okay, da würde ich sagen, Freunde, komm, ein Haustier gönnen wir uns. Und bitte irgendwas Heftiges. Und ja, ein seltener Gnom. Alles klar, mal schauen, wie heftig der sein wird. Und 12.800%. Sehr, sehr krass, okay. Ein weiteres heftiges Haustier, was wir am Start haben. Und Freunde, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Hier im Spielplatz können wir uns sogar noch Upgrades kaufen. 100.000 Münzen, Junge, geht das nicht mal ein bisschen teuer? Boom! Oh ja, zack, 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 zack. Die Wurfgeschwindigkeit, die Spielergeschwindigkeit und die Angriffskraft können wir auf jeden Fall hier upgraden, okay. Nicht genug Münzen, dann würde ich sagen, so sind wir jetzt hier noch schneller und noch besser am Start. Junge, wir fetzen hier alles weg hier im Spielplatz, ey. Okay, ich glaube, der arme Spielplatz. Leute, ich habe meinen Saturn nicht unter Kontrolle. Chillt mal ein bisschen, chillt mal ein bisschen. Und jetzt würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall wieder einiges an Münzen am Start. Junge, dreht sich diesen Saturn die ganze Zeit. Jetzt können wir uns als nächstes die Wassermelone kaufen. Und Junge, hä? Was ist das denn für eine Wassermelone? Einfach eine graue Wassermelone. Ich glaube, die ist auf jeden Fall schon ein bisschen schlecht geworden, muss ich sagen. Da würde ich sagen, ab geht's auf jeden Fall wieder in die City. Obwohl, bevor wir jetzt in die City gehen, wo war das Ganze? War das hier im Schloss? Nee, Freunde, wir müssen mal umschauen. Das war, glaube ich, hier im Flughafen. Genau, hier. Hol dir Kerne von Asteroiden.
Und damit konnte man jetzt zum Beispiel den Dominus auf jeden Fall, oh ja, upgraden. Und dann würde ich sagen, Freunde, komm, wir gönnen uns jetzt auf jeden Fall noch ein paar Kerne, die man sonst aus den Asteroiden bekommt. Und damit würde ich sagen, graden wir jetzt auf jeden Fall jetzt unser Dominus Haus Job. Halleluja. Und boom, boom, boom. Oh ja, der wird jetzt auf jeden Fall kommen, hier mit den ganzen Kerne. Und jawohl, das Basteln war ein Erfolg. Haustier ist im Inventar verfügbar. Oh ja, vielen Dank für die Blumen. Oder vielen Dank. Oh, was? 120.000 Prozent Jubel, das hat sich ja verdoppelt. Das ist ja über-OP, da würde ich sagen. So, der Gnome auf jeden Fall, Mama Mia. Du bist auf jeden Fall auch dran. Let's go, let's go. Der Gnome wird jetzt auf jeden Fall auch hier weiter geupgradet. Alter Schwede, das ist ja übertrieben heftig. Okay, dann würde ich sagen, gönnen wir uns auf jeden Fall jetzt hier noch mehr Haustiere im Office. So, wie viel hat das Ganze denn hier gekostet? Hier, diese Stadteier, genau. Dann würde ich sagen, öffnen wir hier 600 Milliarden. Okay, öffnen wir auf jeden Fall noch ein paar Stadteier. Und yo, ein Blumentopf. Einfach eine Blume als Haustier. Okay, dann würde ich sagen, öffnen wir noch eins. Und yo, eine Baumpflanze oder einfach ein Baum oder so. Und okay, okay, das war's jetzt auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, equip mir das Ganze mal. Was, die ist einfach schlechter? Junge, ich habe einfach jetzt unnötig Geld ausgegeben. Ja, na toll, danke für nichts, ey, ihr kleinen Blumen. Dann würde ich sagen, weiter geht es zum Basteln. Dann würde ich sagen, basteln wir auf jeden Fall jetzt hier dieses Haustier auf jeden Fall weiter. Bling, 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 bling. Oh ja, so bla bla bla. Oder noch hier den Castle Dragon. Können wir auf jeden Fall auch bling, bling, bling hier weiterentwickeln. Sehr, sehr nice. Und jetzt haben wir auf jeden Fall hier schon viel bessere, upgradete Haustiere am Start. Und jetzt würde ich sagen, frisst auf jeden Fall das. Ab geht die Post. Wir müssen jetzt hier alles hier wirklich hier zerstören. In der ganzen Stadt, um auf jeden Fall zur Kanalisation zu kommen. Der ist ja immer noch hier mit beschäftigt. Und Alter, ihr habt ja keine Kleider oder was? Alter, zieh dich mal gefälligst an, ey. Nee, da kann man ja nicht gar nicht mal hingucken, ey. Junge, der spinnt doch hier. Dann würde ich sagen, Freunde, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier alles in der Stadt zerstören. Guckt euch das Ganze mal. Wie viel Schaden jetzt wir hier mit unseren Haustieren und mit unserer Wassermelone hier machen. Mit unserer grauen Wassermelone. Auch hier die Autos, alles muss kaputt. Boom, gemacht werden. Let's go. Einfach die Autos hier zerschmettert. Was geht denn da? Okay, dann würde ich sagen, oh, unsere Belohnungen sind auf jeden Fall auch abgelaufen. Dann würde ich sagen, so, wir gönnen uns jetzt wieder hier. Hier, zack, doppelte Münzen auf jeden Fall. Und zack, doppeltes Glück. Ah, ich glaube, wir können die so aufeinander plus machen. Dann würde ich sagen, können wir jetzt alles rausballern. Eine Stunde. Über eine Stunde lang. Und warte mal, wie kommen wir jetzt eigentlich in die nächste Zone hier rein? Ey, Kollege, ich will dich ja nicht stören. Zieh dir erstmal was an. Aber weißt du, wie man hier in die Kanalisation kommt? Die ist anscheinend hier unten. Und müssen wir jetzt dafür vielleicht diesen Brunnen jetzt tatsächlich zerstören? Oder wie? Oh mein Gott, Freunde. Und guckt euch das Ganze an. Wie viele, oh mein Gott, wie viel Leben hatte der Brunnen? Wir müssen jetzt tatsächlich den ganzen Brunnen anscheinend zerstören. Und wenn wir den jetzt zerstört haben, darunter befindet sich die nächste Zone. Nämlich, glaube ich, die vorletzte Zone. Nämlich die Kanalisation. Oh mein Gott, das wird ja ewig dauern. Okay, bis dahin müssen wir uns auf jeden Fall weitere Upgrades hier freischalten. So, was geht ab? Was können wir uns hier als nächstes kaufen? Nach der Wassermelone kommt ein Asteroid. Genau für 10 Billionen. Oh ja, yo. Jetzt haben wir einfach einen Asteroid am Start. Guckt euch das Ganze mal. Und dann würde ich sagen, Freunde, ob geht es? Boom, boom, boom. Wir müssen jetzt hier diesen Brunnen auf jeden Fall zerstören. Und darunter wird sich auf jeden Fall die nächste Map verstecken. Nämlich die Kanalisation. Lalalalala, war ich nicht. Okay, schnell weg. Nein, wo bin ich? Oh Gott, ich bin im Auto eingesperrt. Okay, dann würde ich sagen, okay, wir müssen jetzt aber wirklich zu diesem Brunnen gehen. Und wir müssen jetzt wirklich diesen ganzen Brunnen einfach zerstören. Und Junge, wo ist der Typ hin? Nein, er hat schon aufgegeben. Nee, er steht da immer noch. Junge, seit wann steht er da? Und probiert diesen Brunnen zu zerstören. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, let's go. Come on, come on. Wir müssen jetzt wirklich den ganzen Brunnen hier zerstören. Das wird ewig dauern. Komm schon, wir haben es gleich geschafft. Was? Er läuft schon aus mit dem ganzen Wasser. Guckt euch das Ganze mal. Ja, ja, ja. Und da haben wir es tatsächlich freigeschaltet. Was? Nein, er ist einfach wieder gespawnt. Nee, nicht ernsthaft, oder? Nicht ernsthaft. Nein, Freunde. Was war das denn für ein Fell? Ich habe nur eine Sekunde gewartet. Er ist wie wieder gespawnt, einfach als ob. Ach, na super. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall. Yo, ey, chill mal, ich habe hier nichts unter Kontrolle, meine Asteroiden. Gehen wir wieder hier ins Office hier zum Spawn und dann gehen wir uns auf jeden Fall als nächstes hier das Dynamit für 50 Milliarden. Und als nächstes gibt es den Mond für 350, Junge. Und jetzt haben wir so ein Dynamitstück auf jeden Fall, was wir jetzt hier um die ganze Stadt drumherum werfen können. Und ich glaube, na, damit sollen wir auf jeden Fall jetzt noch mehr Schaden machen. Oh ja, ihr seht es. Da haben wir endlich zerstört ein zweites Mal und wir sind jetzt hier runtergesprungen. Oh, er ist wieder über mir gespawnt. Hallo, komm ich jetzt hier raus? Und da sind wir angekommen wieder. Was? Kanalisation? Oh, was? 1,000000000. 1 QT, was? Alter Schwede. Leute, komm ich irgendwie raus? Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch einiges an Münzen. Boah, Junge. Wie soll man denn so viele Münzen noch sammeln? Okay, das wird auf jeden Fall noch einiges dauern, würde ich sagen, Freunde. Komm, let's go. Wir sammeln auf jeden Fall einige Münzen und gehen nochmal zum Office. Das bedeutet, wir brauchen noch bessere Haustiere. Ihr seht es hier, Stadteier. Für 10
Milliarden gönnen wir uns jetzt auf jeden Fall ein paar. Einen seltenen elektrischen Dominus. Mal schauen, wie viel gibt er uns? Oh, 30.000. Sehr, sehr krass. Okay, vielleicht ziehen wir noch irgendwas Seltenes oder irgendwie sowas. Und dann equippen wir noch hier diese Feuerhydra einfach. Oh ja, ein bisschen basteln natürlich. Basteln mit Centex, Freunde. Hier am Bastelautomat graden wir nochmal unsere Haustiere auf jeden Fall ab. Auch hier unser Dominus-Haustier. Jawohl, da haben wir es geschafft. Und jetzt haben wir wieder 1,02 QD am Start. Das bedeutet genug, um auf jeden Fall die Kanalisation freizukaufen. Hallöchen, meine Landratten. Was geht ab? Und Junge, jetzt gibt es hier so Hüte, die wir einfach zerstören können. Was geht ab? Alter, das dauert hier ewig lange. Dann gibt es hier solche Boxen, die wir auf jeden Fall auch hier in Grund und Boden zerstören können. Und dann würde ich sagen, ab geht es in... stinkt das hier. In die Kanalisation. Und mal schauen, was es... Oh mein Gott, auch hier gibt Fritz mein Dynamit. Wir werfen jetzt auf jeden Fall hier mit Dynamit auf jeden Fall um unsere ganze Gegend rum. Und ich glaube, eine letzte Zone gibt es nach der Kanalisation, nämlich der tiefe Abwasserkanal. Das bedeutet, unter der Kanalisation ist wahrscheinlich noch eine Kanalisation. Was denn hier? Gibt es hier auch noch irgendwelche Eier oder irgendwie sowas? Haustiere-Eier? Dann würde ich sagen, Hallöchen. Oh, hier ist so eine Kommandozentrale. Boah, die hat auch übelst viel Leben. Die können wir aber auch zerschmettern. Das gibt uns richtig viele Münzen. Ihr seht es, da haben wir gleich wieder 100 Milliarden Münzen am Start. Also es geht auf jeden Fall sehr, sehr flott, die Karotti. Vor allem hier sogar mit, wow, Achtung, Dynamit. Vor allem hier mit unseren ganzen Haustieren und mit diesem ganzen Boost und sowas. Dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Was gibt es hier? Alter, können wir hier durch? Nein. Sackgasse, da würde ich sagen, ab geht es. Wow, hier nach unten. Hier gibt es ganz, ganz viele Flächen auf jeden Fall, die wir erledigen können. Aber wo ist jetzt hier die neue Zone, die wir uns hier freischalten können? Da bin ich mal gespannt. Und vor allem, wie viel wird die kosten? Haben wir vielleicht hier gluck, 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 gluck. Hier unter Wasser noch irgendwas? Nee, sieht anscheinend nicht so aus. Da würde ich sagen, oh, können wir die Röhre zerstören? Nee, aber hier auf jeden Fall die Leiter und noch vieles mehr. Boah, die gibt es ja richtig viele Münzen. Milliarden von Münzen. Let's go. Oh, da ist noch ein. Ah, nee. Ich dachte, das wäre ein Spieler. dieser Topf da oder irgendwie sowas. Aber anscheinend nicht. Nein, da würde ich sagen, Freunde, müssen wir auf jeden Fall. Oh, gluck, 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 gluck. Hier ein bisschen weiter. Gluck, gluck, gluck. Oh, bäh. Hier in diesem ekligen Wasser schwimmen und tauchen. In der Hoffnung. Oh, mein Gott, hier die Elektrobox können wir noch zerstören. In der Hoffnung, dass wir den weiteren tiefen Abwasserkanal finden. Und dann haben wir auf jeden Fall alle Zonen hier im Smashing Simulator freigeschaltet. Das ist wirklich, oh, sehr, sehr krass. Können wir uns hier vielleicht drunter durch oder sowas? Jo, oh, wir können hier drunter durchschwimmen. Hallo, oh, Leute, was geht hier ab? Hallöchen. Junge, wo bin ich denn hier angekommen bei dem Geheimunten? Eine QD-Münzen. Oh mein Gott, kostet das Ganze hier. Und Junge, was geht hier ab, Leute? Bin ich hier willkommen? Was geht ab, ey? Okay, da würde ich sagen, hey, chillt mal, will ich mich abwerfen hier mit euren ganzen Dynamit und sowas. Holy Macaroni. Vielleicht müssen wir auch hier was zerstören, um auch die nächste Zone freizuschalten. Wisst ihr, vielleicht müssen wir jetzt das Ding kaputt machen. Und darunter befindet sich noch ein weiterer Geheimgang oder irgendwie sowas. Und Junge, mit was wirft ihr denn einfach ein ganzes Flugzeug einfach in seiner linken Hosentasche? Und jo, okay, nee, da haben wir es zerstört, aber daran kann es anscheinend nicht gelingen. Naja, würde ich sagen, Leute, ich wünsche euch was, man sieht sich, haut rein. Tschüss und gluck, 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 gluck. Da schwimmen wir, oder können wir hier nach unten schwimmen? Nee, können wir auch nicht, aber hier Luft holen. Aus der Kanalisation können wir auf jeden Fall wieder rausschwimmen. Aber wo haben wir jetzt auf jeden Fall jetzt hier? Hallöchen. Oh mein Gott, die neue Zone am Starten sagt nicht, wir müssen das Ding jetzt kaputt machen. Hier ist auf jeden Fall eine Tür. Können wir dahinter gucken? Hallo, gluck, ist da irgendwer? Klopf, klopf. Wahrscheinlich wird sich dahinter dann hier die nächste Zone befinden. Aber bis dahin dauert das Ganze auf jeden Fall noch richtig lang, Freunde. Wie viel kostet eigentlich hier das nächste Item? Können wir das mittlerweile hier freischalten im Objektshop? Nämlich einfach der Mond für 350 Milliarden. Alles klar, jetzt können wir uns das Ganze gönnen. Guckt euch das Ganze an. Jetzt haben wir einfach einen ganzen Mond am Start. Oh yeah, ich habe den Mond geklaut. Dann würde ich sagen, ab geht es jetzt mit dem Mond hier in die Kanalisation, wo wir jetzt auf jeden Fall noch mehr Damage hier machen können. Moin, moin. Und dann würde ich sagen, Freunde, müssen wir auf jeden Fall jetzt hier noch den letzten Bereich freischalten, nämlich den tiefen Abwasserkanal. Und wo wird der sich denn hier befinden? Ah, deswegen auch hier die Zeichnung, Freunde. Guck mal, wir sind da drunter vorgesprungen und dann gab es hier diese Eier, also die Haustiere. Das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber wo war das Ganze jetzt nochmal? Alles klar, wir müssen uns hier mal wieder hier ein bisschen umschauen. Hallo, ich habe hier ein bisschen verlaufen und kann es sein, dass wir jetzt hier, oh, vielleicht müssen wir jetzt hier irgendwas kaputt machen, irgendeine Tür oder sowas. Und dann sind wir auf jeden Fall im nächsten Bereich, also im tiefen Abwasserkanal. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Naja, würde ich sagen, Freunde, da hinten, wo war das Ganze denn jetzt hier? Dieser geheime Raum oder sowas. Und wir haben jetzt einfach sogar hier die Zentrale in der Kanalisation erfolgreich zerstört. Ey, und die ganzen Monde. Leute, beruhigt euch, beruhigt euch. Gibt es hier vielleicht irgendeinen Geheimgang? Nee, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal. Oh mein Gott, meine ganzen Monde werden auf jeden Fall hier, hier rumgeschleudert. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal wieder hier zurück in diesen geheimen Raum, wo wir vorher waren.
waren, wo auch immer dieser geheime Raum war, müssen wir uns mal im Wasser umschauen. Ah, genau, hier unten, würde ich sagen, gluck, 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 ab geht es jetzt hier, uhu, ab nach unten, wow, und ey, ich will aus dem Wasser raus, und da sind wir angekommen, Freunde, und jetzt können wir uns sogar hier ein Ei kaufen, ein Haustier aus der Kanalisation. Was? Mein Haustier ist voll, mein Inventar ist einfach voll mit den ganzen Haustieren. Ich würde sagen, löschen wir auf jeden Fall mal hier so einen. So, ihr kommt auf jeden Fall weg, tschüss, und dann gönnen wir uns auf jeden Fall uns einen richtig krassen Kopf, irgendwas krasses und was Seltenes haben wir sogar bekommen. Einen seltenen Schleim. Wie heftig ist das denn? Wie viel hat der? 60.000%, ohne dass wir den verzaubert haben oder hier geupgradet haben mit den Kernen. Und Freunde, ich sehe es gerade. Wir haben ihn sogar freigeschaltet. Das hier ist der tiefe Abwasserkanal. Irgendwie wurde er mir am Anfang aber nicht freigeschaltet. Das bedeutet, dieses geheime Versteck ist auf jeden Fall die allerletzte Zone. Wir haben jetzt wirklich hier alle Zonen hier freigeschaltet im Smashing Simulator. Das ist sehr, sehr krass. Aber ich würde sagen, Freunde, zum Schluss gehen wir auf jeden Fall nochmal hier zum Flughafen. Genau. Und werden auch nochmal diesen Schleim auf jeden Fall upgraden. Da haben wir mit den ganzen Kernen, würde ich sagen, los geht es, volle bling, 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 volle Schleimpower. Und jetzt macht der Ganze einfach 100.000% einfach Schaden. Wie heftig ist das denn? Aber ich denke, Freunde, das soll es dann jetzt wirklich gewesen sein. Wir haben jetzt wirklich den ganzen Smashing Simulator durchgespielt, von Anfang bis Ende. Wisst ihr doch, die Autos, am Anfang habt ihr noch gar keine Chance gegen die. Und mittlerweile kommt durch das Ganze mal, bam, können wir die einfach, boom, einfach hier one-hitten hier. Die ganze Stadt und auch der Brunnen ist gar kein Problem hier. Und dann würde ich sagen, graben wir uns von unserem Mod ab zu einem ganzen Solarsystem, zu unserem Sonnensystem, oh, das wir jetzt auf jeden Fall hier am Start haben. Aber ich denke mal, Freunde, das soll es dann gehen sein mit dem heutigen Smashing Simulator, wo wir wirklich jetzt alles zerstört haben, was uns in die Quere gekommen ist. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, tschüss.